Ja, ich freue mich heute in unserem Videopodcast einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Botschafter der Europäischen Union in Südkorea. Südkorea gilt ja global als Musterland in der Bewältigung dieser Pandemie und im Umgang mit dieser heimtückischen Krankheit. Der Botschafter der Europäischen Union in Südkorea ist ein Österreicher. Michael Reiterer, und aus Gerersdorf bei Wien grüße ich Michael Reiterer herzlich, der in Seoul im Büro in der österreichischen Botschaft, in der europäischen Vertretung in Südkorea sitzt. Guten Morgen aus Gerersdorf bei Wien und schönen guten Nachmittag nach Seoul, Michael Reiterer. Dankeschön, freut mich, dass die Verbindung klappt. Und Sie haben recht, Korea ist sehr im internationalen Aufmerksamkeit. Ich glaube, Präsident Moon Jae-in hat selten so viele Telefonanrufe bekommen, um sich nicht nur nach seinem Befinden zu erkundigen, sondern mit der Bitte, dass Korea einspringt mit Bericht über Erfahrungen, die das Land gemacht hat, aber auch einspringt mit Lieferungen von Testkits zum Beispiel, wo Korea führend ist, und auch mit Diagnosemethoden. Korea produziert Schutzmitteln und all den Dingen ist jetzt ein sehr großes Interesse an Korea. Michael Reiterer, wieso gerade Korea? Danke für diesen direkten Einstieg in die Materie. Für die Userinnen und User, die diesen Videopodcast anschauen, Michael Reiterer, woher aus Österreich kommen Sie denn genau, damit man das zuordnen kann? Ich bin Innsbrucker, war also 17 Jahre im österreichischen Diensten, bin jetzt 22 Jahre im Diensten der Europäischen Union, war Botschafter auch in der Schweiz und in Liechtenstein, habe mich aber in meiner Karriere, ungefähr die halbe Karriere, 20 Jahre lang immer mit Asien beschäftigt und freue mich daher auch, dass eigentlich mein letzter Botschafterposten, der Botschafterposten hier in Korea ist. Es ist ein besonderer Botschafterposten für die Europäische Union, weil Südkorea mehr als jeder andere Teil der Welt Abkommen mit der Europäischen Union hat und weil das Freihandelsabkommen mit Südkorea für uns als Europäische Union sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben einen guten Exportüberschuss mit Südkorea, gut für Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa. Und ich freue mich riesig darüber, dass ich in der parlamentarischen Diplomatie, in der parlamentarischen Zusammenarbeit mit Südkorea aktiv sein darf als Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments mit Südkorea. Und jetzt plötzlich ist Südkorea innerhalb von wenigen Wochen weltweit besonders dafür gelobt worden und gilt als Musterbeispiel, dass eben die Pandemie gut bewältigt werden kann, beziehungsweise die Krankheit gut bewältigt werden konnte in Südkorea. Herr Botschafter, Sie haben schon begonnen auszuführen, wie Südkorea das gemacht hat. Aber darf ich zuerst noch persönlich fragen? Sie sind ja aus Österreich nach Südkorea zurückgereist, eigentlich an Ihren Posten vor nicht allzu langer Zeit, und mussten dann in Südkorea als Einreisender aus Europa zunächst einmal in Quarantäne. Stimmt das so? Na, ich war noch vor mehr als zwei Wochen war das Regime noch etwas flexibler. Es wurde Temperatur gemessen, man musste Angaben machen, wo man herkommt. Und ich musste mir auf mein Handy eine App herunterladen und musste 14 Tage lang selbst bestätigen, dass ich keine Symptome habe. Die Quarantäne ist eine EU-interne Regelung gewesen, die ich also in Rücksicht auf meine Mitarbeiter eingehalten habe. Doch seit 1. April gilt das als Regel in Korea. Also man hat, wenn man so salopp sagen will, die EU-Regelung übernommen. Jetzt müssen alle Einreisenden aus Europa, unabhängig von der Nationalität, das kommt nur, wer aus Europa kommt, muss nicht nur das Gleiche machen, was ich gemacht habe, sondern auch einen obligatorischen Test machen. Das geht relativ rasch in Korea. Aber es kann doch jetzt sein mit diesen Massentesten, dass man da vielleicht 24 Stunden warten muss.
und dann wird man, untergebracht in einem Hotel und muss also diese Zeiten abwarten. Die Verschärfungen sind augenscheinlich, weil Korea Angst hat für einen Reimport der Krankheit. Das ist in begrenztem Maß berechtigt. Man muss hier nämlich auch aufpassen, dass nicht der falsche Eindruck entsteht, dass Ausländer würden die Krankheit zurückbringen. 70-80% sind Heimkehrer, sind Koreaner. Die kommen aus den USA, die kommen aus Europa. Und da muss man aufpassen. Die Situation in Korea ist nicht so, dass wir schon über dem Berg sind. Aber ich würde sagen, wir nähern uns der Bergkuppe an. Wir haben jeden Tag noch eine Zunahme von Fällen. Aber in der letzten Woche war das immer plus minus 100. Und das ist also relativ gut. Wir haben 10.000 registrierte Fälle bei einer Bevölkerung von 51 Millionen. Und das ist, wenn man das im Verhältnis zu europäischen Zahlen setzt, eigentlich sehr, sehr gut. Und der Großraum Seoul, in dem immerhin 50% der koreanischen Bevölkerung lebt, das sind ca. 25 Millionen, ist mit 500 Fällen auch noch eigentlich überschaubar. Daher kommt das jetzt der Regierung. Frage. Südkorea hat die Krankheit frühzeitig erkannt. Ich erinnere mich, als in Europa noch die Ruhe vor dem Sturm geherrscht hat, dass Südkorea tausende Soldatinnen und Soldaten beispielsweise gleichzeitig unter Quarantäne gestellt hat, aus damaliger europäischer Sicht, aus einem kleinen Anlass. Ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, bei einer Massenhochzeit eine große Infektionsgefahr war und tatsächlich viele Infektionen entstanden sind und Südkorea dann sehr schnell Maßnahmen gesetzt hat. Wie ist denn dieser Prozess abgelaufen in Südkorea, sehr schnell zu verstehen, um welche Art von Krankheit es sich hier handelt, welche Art von Gefahr hier droht und warum so einschneidende Maßnahmen notwendig waren? Ich glaube, was asiatische Staaten und auch Korea Europa voraus hat, das ist die Erfahrung mit SARS und mit MERS. Da hat in der Vergangenheit hat man gelernt, dass man schnell reagieren muss und vor allem, dass man vorbereitet sein muss. Ich glaube, es war am 20. Jänner, dass der erste Fall in Korea bekannt wurde. Und dann hat praktisch die Maschinerie sofort eingesetzt. Es waren bereits Testmaterial vorhanden, doch die Produktion hat man sofort hinaufgefahren und hat dann sofort angesetzt, basierend auf der Erfahrung, die man gehabt hat, dass man versucht hat, immer an die Wurzel des Übels zu kommen. Man kann in einem Land mit fast 52 Millionen nicht jeden testen. Daher ist man sehr gezielt vorgegangen. Und da war eben unglücklicherweise dieses Nest in Daegu, eine christliche Sekte, muss man eigentlich sagen, die immer noch Daegu in Geiselhaft hält. Und die Regierung hat dann reagiert und hat also als erste Stadt eigentlich Daegu in Lockdown gebracht, was im restlichen Korea vermieden wurde. Schulen sind zwar noch geschlossen, aber das Rest des Lebens geht auf Social Distance, aber es funktioniert. Es hilft auch, dass die asiatische Mentalität kein Problem hat mit Masken. Wenn ich auf die Straße gehe, praktisch jeder läuft mit Maske. Es wurde sehr schnell auch wurde reagiert, indem man in einer Mensa beispielsweise die Tische verstellt hat. Man hat ungewöhnlich für koreanische Firmen sehr schnell reagiert mit flexibleren Arbeitszeiten. Und hat auch darauf hingewirkt, dass das typisch Koreanische, nach der Arbeit mit den Kollegen noch auf ein Bier zu gehen, dass das eingestellt wurde. Man hat Telearbeit eingeführt und das ging verblüffend schnell, aber organisatorisch war man vorbereitet. Und ich glaube, das hat sehr viel geholfen. Also, Herr Buch, es gab frühzeitig drastische Maßnahmen, ganz offenbar.
aber gezielt. Und vor allem der frühe Zeitpunkt scheint sehr, sehr wichtig gewesen zu sein in der südkoreanischen Reaktion. Sie haben die Testungen schon angesprochen, Herr Botschafter. Und mir scheint es wichtig zu sein, auch aufzuklären darüber, dass Testungen zwar natürlich für den einzelnen Menschen sehr, sehr interessant sind, weil jede und jeder gerne wissen möchte, wo der gesundheitliche Status im Hinblick auf den Coronavirus und die mögliche Covid-19-Erkrankung ist. Aber wenn man das südkoreanische Beispiel sieht, dann sieht man ja, es war eigentlich für das Management seitens der Behörden wichtig und ist nach wie vor wichtig, die Testungen an den richtigen Stellen zu haben. So verstehe ich das. Wir haben in Österreich ja jetzt begonnen, eben an den richtigen Stellen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und in einigen anderen gefährlichen Hotspots gewissermaßen Testungen zu machen, weil ja nicht alles auf einmal geht. Also wie sind die Testungen in Südkorea angelaufen und wie sind sie dann abgelaufen? Man macht zum Beispiel ein Profiling. Also wenn man weiß, dass jemand erkrankt ist, positiv getestet hat, gibt es einen Alarm auf dem Handy und man kriegt die Information, wo die betroffene Person gewesen ist, damit man selbst weiß, ist man gefährdet, und dann kann man sich testen lassen. Da wurden natürlich schon auch Eingriffe in Persönlichkeitsrechte gemacht, weil man kann jetzt, vor allem wenn man in der Quarantäne ist, Überwachung nicht nur über den App, man kann auch über das Handy überwachen, man kann schauen, wo man die Kreditkarte verwendet. Also da werden jetzt für einige Zeit schon sehr einschneidende Maßnahmen getroffen. Was das Testen anbelangt, so geht der Test eben sehr schnell, innerhalb von 6 bis 12 Stunden. Und dann wurden auch in Korea eingeführt diese Drive-Thru-Testings. Und die haben also auch, die ermöglichen eigentlich erst, wenn man den Alarm bekommt, dass man möglicherweise mit jemandem in Kontakt gewesen ist, dann kann ich zu so einer Stelle gehen und den Test machen und innerhalb von 6 bis 12 Stunden bekomme ich eine Benachrichtigung. Das ist also sehr gut organisiert. Und gestern beispielsweise hat die Stadtverwaltung von Seoul beim Olympischen Stadion in Seoul einen großen Testzelte aufgebaut, um den heimkommenden Koreanern die Möglichkeiten zu geben, vom Flughafen sofort hereinzufahren in diese Teststelle, damit der Flughafen und die Infrastruktur entlastet ist. Ja, also da spielen sehr gut aufeinander. Wir begonnen mit Drive-Thru-Testings in Westösterreich zunächst und in Ostösterreich soll es auch Drive-Thru-Testings geben. Das ist zweifellos sehr, sehr wichtig. Und die App, die Sie erwähnt haben, die ja in Südkorea eine große Rolle gespielt hat und die in ganz Asien eine Rolle spielt, die eine oder die andere, jedenfalls die technologischen Möglichkeiten der Smartphones und der Vernetzung, die werden auf freiwilliger Basis in Österreich durch die vom Roten Kreuz entwickelte App umgesetzt. Man kann wirklich nur jeder und jedem empfehlen, diese App vom Roten Kreuz herunterzuladen. Und im Europäischen Parlament arbeite ich im Ausschuss für Justiz und Inneres gerade daran, dass eben für die Krisenbewältigung derartige Technologien eingesetzt werden können. Zweifellose dürfen niemals Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, sonst wären sie ja keine Grundrechte. Aber in der Phase der Pandemie braucht es eben auch außergewöhnliche Maßnahmen für diesen spezifischen Bereich, Gefahren einzugrenzen. Das ist ja auch für den einzelnen Menschen sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Herr Botschafter, auf der Basis dessen, was Sie erlebt haben und wissen und täglich erleben in Südkorea, was kann denn Europa jetzt lernen aus dem südkoreanischen Beispiel? Naja, ich glaube, was mir aufgefallen ist, ist auch zurückkommend, man spricht in Europa von einem Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen. Das höre ich hier nicht. Und zwar hat man da eigentlich, finde ich, den besseren Zugang. Es geht nicht um einen Krieg gegen den Virus, es geht um den Sieg über den Virus. Und damit haben Sie eine andere Mentalität. Wenn Sie einen Sieg wollen, dann müssen Sie zusammenstehen und Sie haben eine positive Energie. Wenn Sie von Krieg und kriegsähnlichen Dingen sprechen, dann schwingt Angst natürlich mit.
Und ich sehe in Korea eigentlich mehr diesen positiven Ansatz, wir gemeinsam, wir schaffen das. Und das finde ich eigentlich einen gefühlsmäßigen Unterschied. Damit vermeiden sie Angstzustände und es ist dann auch leichter für Leute, die sich ja selbst isolieren sollen und sich zurücknehmen sollen, wir haben hier genau das Gleiche wie in Europa, auch besonders Ältere sollen sich zurücknehmen, weil von den Toten in Korea sind mehr als die Hälfte über 80 Jahre alt. Daher, man soll sich zurücknehmen, aber wenn man das nicht mit einem Gefühl der Angst tut, dann ist das wesentlich leichter. Ich muss sagen, das ist ein Zugangsunterschied, der mir doch aufgefallen ist und wo ich empfehlen würde, positive Energie loszumachen. Herr Botschafter, ich teile voll und ganz Ihre Auffassung und bin glücklich darüber, dass in Österreich sich niemand dieser Kriegsrhetorik bedient. Ich halte das auch für gefährlich und falsch und mir gefällt, wenn ich das sagen darf, Ihr Zugang zu sagen, es ist ein Sieg wichtig über den Virus. Es ist wichtig, zusammenzuhalten, übrigens auch Abstand zu halten, selbstverständlich, um dem Virus eben keine Chance zu geben. Das scheint mir so wichtig zu sein, auch im Verständnis von uns selbst und aller Menschen im Umgang mit dieser Pandemie. Herr Botschafter, ich komme zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt und ehrlich gesagt auch belastet. Wir sind bereits in der Phase, dass in Teilen Europas triagiert wird, sprich, dass medizinisches Personal, Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, ob ein Patient noch behandelt wird und der andere nicht oder umgekehrt, weil es einfach nicht genug intensivmedizinische Betten und Geräte gibt. Das ist in Italien der Fall, das ist in Spanien der Fall, das ist in Teilen Frankreichs der Fall, das ist in Großbritannien der Fall, das ist in New York City der Fall und wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Vereinigten Staaten, wenn noch nicht jetzt, dann bald. Das ist in vielen Teilen der westlichen Welt der Fall. Das tut sehr, sehr weh. Das stellt Jahrzehnte ethischer Debatten eigentlich in den Schatten, dass wir jetzt so handeln müssen, weil eben diese Pandemie ausgebrochen ist und alles dagegen tun müssen, dass das noch weiter um sich greift. Speziell in Österreich versuchen wir das ja. Herr Botschafter, gibt es solche Zustände, Triagierung, wie das zumindest in Europa genannt wird, auch in Südkorea? Nein. Es hat am Anfang, am Beginn der Epidemie, als Daegu überlastet war, da hat es einen Mangel an Betten gegeben und da hat es auch kurzfristig schlimme Zustände gegeben, die man relativ rasch in den Griff bekommen hat. Im Augenblick ist das in Korea kein Thema. Bei 10.000 registrierten Fällen, von denen 6.000 wieder geheilt sind, sind wir in einem Bereich, den das Gesundheitssystem im Augenblick verträgt. Und aufgrund der Erfahrung ist da immer noch Luft nach oben sozusagen, die wir aber hoffentlich nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber ich sage noch einmal, ich glaube, dass die Erfahrung mit SARS und MERS einen höheren Grad an Vorbereitung in diesem Land hat. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das Land theoretisch im Kriegszustand ist. Es gibt keinen Friedensvertrag. Und daher sind sämtliche Strukturen, Organisationen straffer. Und ein Krisenfall wird immer mitgedacht. Und das hat Auswirkungen auf die lokalen Verwaltungen, auf die regionalen Verwaltungen. Und natürlich auch auf die staatliche Verwaltung, inklusive das Militär, das im Hintergrund steht und wo die Fälle eigentlich durch sehr strikte Maßnahmen sehr, sehr begrenzt wurden, weil sich die südkoreanische Armee nicht leisten kann, durch Krankheit außer Gefecht gesetzt zu werden. Herr Botschafter, darf ich Sie, wir kommen schon zum Ende des heutigen Podcast-Gesprächs, noch zu Arbeit und Wirtschaft
Fragen, aufbauend darauf, dass wir ja sehen, wir können tatsächlich aus dem südkoreanischen Beispiel lernen, weil dort nicht passiert, was in Europa sehr wohl passiert, dass Menschen sterben, die nicht sterben müssten nach dem Stand der Medizin. Etwas, das Südkorea geschafft hat und Europa bis jetzt nicht geschafft hat, jedenfalls nicht in allen Teilen. Ich habe ja einige Mitgliedstaaten aufgezählt, die das noch nicht geschafft haben. Arbeit und Wirtschaft sind wichtig. Es wird ein Durchstarten nach der Pandemiekrise geben müssen. Wie sehen Sie denn den Ausblick für Südkorea nach den getroffenen Maßnahmen aus heutiger Sicht, auch im Vergleich zum Ausblick für Arbeit und Wirtschaft in Europa? Naja, die wirtschaftliche Situation ist nicht gut. Die war schon angespannt, bevor die Krise gekommen ist. Die Regierung schnürt, ähnlich wie europäische Regierungen, große Hilfspakete, sowohl für die Klein- und Mittelbetriebe als auch für die großen Betriebe. Man denkt oder man plant im Augenblick Konsumschecks in der Höhe von ca. 700 Euro an die bedürftigen Familien zu verteilen. Es gibt genau die gleichen Probleme mit der Bezahlung von Miete. Es gibt die vielen Selbstständigen und Quasi-Selbstständigen, denen die Arbeit wegbricht. Also wir haben da ähnliche Probleme und der Zugang ist eigentlich ein ähnlicher. Die Regierung legt Hilfsprogramme auf. Aufgrund der makroökonomischen Daten ist noch Spielraum. Also die Staatsfinanzen sind nicht zerrüttet. Daher ist auch hier eine gewisse Möglichkeit da. Aber die Regierung von Präsident Moon Jae-in hat von Anfang an, und es ist jetzt das dritte Jahr im Amt, auf eher Deficit Spending und öffentliche Nachfrage, öffentliche Anstellungsprogramme gearbeitet, die werden jetzt weitergezogen. Da gibt es aber natürlich auch dann irgendwann Grenzen, aber im Augenblick läuft es noch gut und man darf nicht vergessen, dass Korea plant, am 15. April planmäßig Parlamentswahlen abzuhalten. Das wird auch eine logistische Herausforderung in Zeiten wie diesen. Die Wahllokale werden um 6 Uhr in der Früh aufsperren. Es ist geplant, immer zu desinfizieren, nachdem eine Stimmabgabe erfolgt wird. Man muss versuchen, das in Krankenhäusern, in Pflegeheimen zu organisieren. Man muss versuchen, das zu organisieren für die Koreaner, die in Quarantäne leben. Also da kommt noch eine ziemliche Herausforderung auf das System zu. Und ich war selbst überrascht, dass man eigentlich in den letzten Wochen der Krise eigentlich nie daran gedacht hat, die Wahlen zu verschieben. Man will da ein politisches Zeichen setzen, dass die Regierung in der Lage ist, auch in diesen schwierigen Zeiten demokratische Wahlen abzuhalten. Es wird natürlich ein Problem unter Umständen geben mit der Beteiligung, aber das wird man sehen. Wir sehen in Summe, dass frühzeitiges und konsequentes Reagieren und dann eigentlich agieren in Südkorea auch dazu beiträgt, dass Arbeit und Wirtschaft weniger betroffen sind und dass auch die Demokratie wahrscheinlich regulär weiter funktionieren kann, also die Wahl regulär stattfinden kann. Beides ist ja in anderen Teilen der Welt offen. Bei vielen Wahlen, vor allem in der westlichen Welt, wird diskutiert, ob sie verschoben werden müssen. Ich glaube, schon nach den ersten 10 Tagen Krisenmanagement war es falsch, Kommunalwahlen in Frankreich und in Bayern abzuhalten. Beispielsweise haben meinen Kolleginnen und Kollegen das auch so zu verstehen gegeben. Aber jetzt wird für zukünftige Wahlen das diskutiert, weil es diskutiert werden muss. Und dasselbe gilt für Arbeit und Wirtschaft, dass jetzt eine Talsohle erreicht ist oder bald erreicht wird und dann ein Durchstarten notwendig sein wird. Mein Gefühl ist, dass auch hier Südkorea natürlich unter herausfordernden Voraussetzungen schon gestartet ist in die Krise, aber die Krise so bewältigt hat, dass möglicherweise für Arbeit und Wirtschaft der Schaden geringer sein wird als in anderen Teilen der Welt. Etwas, das ich ehrlich gesagt für Europa im Vergleich zum Rest der westlichen Welt, vor allem zu den USA, auch vermute. Ich sage das mit Bedauern. Ich wünsche den USA das Beste, aber die Europäische Union scheint mir besser zu reagieren und zu agieren.
Und innerhalb der EU scheint es Österreich zu sein, das wirklich sehr, sehr gut agiert. Der südkoreanische Botschafter in Wien war im Podcast zu Gast vor 2 Tagen und hat deutlich gesagt, dass er neben Südkorea auch Österreich als eine der führenden Staaten der Welt im Umgang mit dieser Pandemie sieht. Wir nehmen das Lob gerne an, aber viel, viel wichtiger ist jetzt die praktische Arbeit, die Konsequenz, die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, sich wirklich so zu verhalten, dass die Gefahr minimiert wird und auch klar zu haben im Kopf, dass Arbeit und Wirtschaft dann wieder anlaufen können, wenn wir gut durch die Pandemiephase kommen und dass das alles zusammenhängt. Es gibt viele Menschen, die Zukunftsängste und Sorgen haben. Da muss man auch Zuversicht zusprechen. Ja, das möchte ich noch ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Botschafter, darüber, dass man zusammenhalten muss und den Sieg über den Virus schaffen muss, dem Virus keine Chance geben darf und dass das die positive Haltung ist, anders als Kriegsrhetorik. Und zu dieser positiven Haltung gehört, glaube ich, auch die Zuversicht, dass wir nach der Pandemie durchstarten können. Und das wird die ganze Welt tun müssen, weil die Pandemie ja schon im Namen trägt, dass die ganze Welt betroffen ist. Herr Botschafter, ich danke Ihnen dafür, dass Sie diesen Dienst leisten für die Europäische Union, gewissermaßen die Fahne hochhalten in Südkorea, dass Sie eine diplomatische Brücke bilden zwischen der Europäischen Union und Südkorea immer und speziell in dieser wichtigen Phase jetzt, wo wir nach Südkorea schauen müssen, wenn wir uns selbst schützen wollen und dieses Beispiel sehen müssen. Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut und auch weiterhin gut. Ich hoffe, Sie bleiben gesund. Das wünsche ich Ihnen. Und natürlich hoffe ich eines Tages, wenn Sie nicht mehr in Südkorea diesen wertvollen Dienst versehen, werden wir Sie wieder als unseren österreichischen Landsmann in Österreich, vielleicht sogar wieder in Tirol begrüßen dürfen. Aber das Schlusswort, wie in jedem Podcast-Gespräch, soll bei Ihnen stehen als Gast. Danke. Ja, ich arbeite ja als EU-Botschafter sehr eng mit den Mitgliedstaaten zusammen. Ich koordiniere mich mit meinen Kollegen. Wir tauschen Informationen aus. Wir sind behilflich beim Einkauf von medizinischen Geräten. Wir erleichtern das. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine großen Rückholaktionen organisieren müssen. Ausländer, die in Korea sind, fühlen sich eigentlich relativ sicher hier. Und es gibt ja auch noch Flugverbindungen heraus. Also dieser wichtige Teil der konsularischen Tätigkeit haben wir zum Glück nicht. Wir haben unter den Mitgliedstaaten eine gute Kooperation, eine gute Stimmung. Und das ist meine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass wir hier als Europäische Union zusammenarbeiten. Ich bin auch bemüht, wenn es irgendwelche Falschmeldungen gibt, Fake News, die es ja immer gibt, dass wir dem entgegentreten. Wir sind auch dabei, die engere Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten für Impfstoffe und zu fördern. Also wir sind auch proaktiv tätig und ich freue mich hier, dass ich als Botschafter der Europäischen Union sagen kann, dass die Mitgliedstaaten sehr eng zusammenstehen, trotz Social Distancing. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich dann auch, wenn wir mit weniger Social Distance ein Bier trinken, wenn sich die Gelegenheit bietet. Dankeschön. Und da wir den Humor nie verlieren dürfen, wird das Bier möglicherweise ein Corona-Bier sein, Herr Botschafter. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und Gute. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Aufklärung. Bleiben wir in Kontakt. Herzliche Grüße aus Gerersdorf bei Wien nach Seoul. Danke. Alles Gute. Wiederhören.